So, Pause beendet, jetzt geht's hier weiter. Zieh, Junge, zieh. Tut sich gerade richtig schwer, der will gar nicht losfahren. Aber guck mal, mit Differentiale an bringt das wieder ein bisschen was. Aber auch nur ein bisschen. Oh Mann, das war schon wieder das Wochenende. Ja, ich guck auch gerade da oben in der Ecke auf die Uhr. Ist schon ja kurz vor 5. Ja, ich habe auch gerade. Wie die Zeit vergeht. So keinen Bock. Aber was muss das los? Ja. Kommen wir nicht drum rum. Gott, Alter, bei der Geschwindigkeit bin ich in 3 Jahren noch nicht fertig mit dem Feld. Ja, schon den gleichen Flug, wie ich auch drauf habe, dreimal. Ja. Oh, Ich schaffe gerade nur so 7, 8, mal no ganz kurz 9 oder auch mal 10 km/h, aber ja, überwiegend 10, relativ 10 langsam. ist Maximum. Na, 11 ist, glaube ich, eigentlich Maximum. Weiß ich gar nicht. Also ich fahre die ganze Zeit 10. Ab und zu geht es auch mal runter auf 9. Ja, weil wahrscheinlich auch schon bei der Hälfte der Wartungszeit weg bist, ne? Nein, ein Viertel. Ein Viertel. Ja gut, dann ist es da. Ja, obwohl ein Viertel könnte sich schon bemerkbar machen. Aber es geht vorwärts. Das wird eine Bahn noch. Nächste. Schaffe sogar jetzt schaffe ich 12. Scheint hier bergauf zu gehen in die eine Richtung. Also ich bin gleich auf dem Weg zum Feld 43. Sehr schön. Direktzeitmaschinen haben wir nicht, gell? Nein. Gab es nicht in den Größen, wie ich es haben wollte. Also entweder wären Ja. sie so arschklein gewesen oder halt wieder sehr, sehr groß, wo ich gesagt habe, nee, auf die Größe will ich irgendwann nochmal hinarbeiten. Ja, ich habe auf der Nordfriesischen habe ich diese DC9, aber was hat es glaubt, 9 Meter? 6 Ja. Meter? Irgendwie sowas. Und bei den Dings, bei den Einzelkorn-Sämaschinen gibt es eh keine Direktsaaten. Ja, das stimmt. Stellt meine Freundin echt eine Waschmaschine an. Ich bin. Der schlördert sich da drüben mal einen ab. Wow. Ja, hier geht's wirklich bergauf. Tatsache. Jetzt, wo ich mal von hier unten gucke. 3, 4 km/h. Ach, das wird schon. Ja, dürfte trotzdem nicht allzu lange dauern mit dem Feld hier.
Ich sollte auf jeden Fall noch vor dir fertig sein. Wenn nicht, dann ist das Kacke. Aber auf der 46 werden wir uns dann, glaube ich, treffen. 43. 46. Ja. Wobei, wir 43 gucken, mache ich wenn noch ich die jetzt. 46. Wir gucken gleich, dann macht einer die 46 noch zu Ende, dann kann der nächste schon mal mit Kalken anfangen. Ja. Dann hat man ein bisschen Vorlaufzeit. Hinterher auch beim Düngen und Säen und Grubben und hat man ein bisschen Ich Vorsprung glaube, parat. das Kalk wäre wieder cool für den du jetzt gerade hast. Traktor. Ja, wobei das Ding müsste auch eigentlich jeder Schlepper von uns ziehen können. Nee, weil das wäre gar nicht verkehrt, dann flüge ich fertig und du fangst schon mit dem an zu kalken dann. Ja. So, 43. Schraume. Ich glaube, ich muss mir eine neue Waffe. Ein bisschen Bot. Neue Waschmaschine. Hört sich an wie so ein Bergbauzahnarzt. Auf der 43 ist auch so eine Stelle, wo der Flug da macht, was er möchte. Okay. Aber. Ja, man müsste auch mal gucken, vielleicht gibt es auch schon wieder ein neues Update für die Hauptfach. Ich glaube, so 100% fehlerfrei ist die auch immer noch nicht. Spätestens, wenn sie die ganzen Skripte umgesetzt Ja, haben, kommt dann so gibt es eine. auf jeden Fall ein Update. Dann wird es auch interessant. Ich Dann werden glaube, wir dann wird er, von rein Tierversorgung auf alles andere gehen. wenn ich sogar wieder die Map wechsle. In was? Wenn ich sogar wieder die Map wechsle. Das wollen wir aber nicht hoffen. Ah, wenn auf der anderen die ganzen Verarbeitungen kommen. Oh. Oder nicht. Riesig. Ja, ich gehe mal von aus, auf der Hauptfach, sie wird ja auch eigentlich wieder einen Haufen Skripte bekommen. Im 17er war Südhämmern. Echt. Ja, die war, also da war der Hof auf jeden Fall sehr, sehr geil eigentlich. Ja, oh, aber was das verarbeitungsmäßig angeht, fand ich diese Schmarrn immer das. Jetzt packt er das nicht hier lang zu ziehen. Los, mach jetzt. Packt er nicht. Fahre jetzt einmal links rum. Dann muss ich mir hier mal irgendwie ein Vorgewende ziehen, irgendwie. Ein bisschen. Bei der 43 ist so ein schmales Dingsbumsfeldchen. Kann das auch fliegen? Das gegenüber von der Straße, meinst du? Und das, wo ich jetzt gerade bin, siehst du mich auf der Karte? Ich sehe dich, ja. Warte mal, ich komme da mal eben hin. Ich flieg's mit. So. Nee, ich komm da so gar nicht hin. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ich bin ausgestiegen. Okay.
Nee, das. Warte mal. Nee, lass das mal ruhig. Den brauchen wir als Vorgewende, den Platz hier. Es lohnt Okay. sich nicht, das zu pflügen. Weil hier ist eh Kartenende. Hier, ich komme schon gar nicht mehr weiter. Ja, ich sehe es, wie so ein Bild ist. Ja, Ghost. Das lohnt Ja. sich nicht wirklich. Passt. So gut habe ich. Er will einfach nicht. Mann, ey. Musst dir erst Gedanken machen, wenn der Berg hoch rückwärts fährst, obwohl du vorwärts Gas gibst. Jetzt, warum Also, ist wenn das dich jetzt das Flug schaffen? wieder rückwärts den Berg runterzieht. Ja, das wär's. Ja, so schafft das jetzt, weil es hier ein bisschen bergab geht. So, jetzt dürft ihr auch gleich kein Problem mehr haben mit hier vorne zu starten. Jetzt habe ich den einmal umsonst gedreht, den Flug. Hätte gar nicht sein müssen. Wenn er schon die Möglichkeit hat, die Ausstattung, dann muss man sie auch. Ja, nee, war schon in der richtigen Richtung gedreht. Hatte gerade nur einen kleinen Denkfehler drin. Ganz am Anfang mit diesen Wendeflügen habe ich überlegt, welche Seite muss denn jetzt wo sein? Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist Nicht, ja dass ich. bei denen ist das ja im Grunde so. Und ich mache das Ja. halt immer, dass ich halt vorne die Seite habe, wo ich quasi an der Kante fahre. Ja. Sieht man aber. Du kannst auch genauso gut andersrum fahren, glaube ich. Also, es macht ja vom Flugergebnis keinen Unterschied. Nur vom Handling halt, also vom, ne, wie man damit umgeht oder wie man irgendwas gucken will oder so. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied dabei. Also die Reifen sollten da sein, wo es noch nicht geflügt ist. Richtig. Ja, genau. Macht ja an und für sich eigentlich auch Sinn. Ja, aber ganz am Anfang wusste ich überhaupt nicht, damit anzufangen. Ich so, oh Gott, wie rum muss denn der jetzt sein? Wie soll das sein? Weil, IPS, ja genau. Nee, kurz, der hat es ab und zu beim 17er mal falsch. Ja. Dann musste ich den wieder richtig rumdrehen, auf Kurs bringen und dann mitten in der Bahn sagen, so, jetzt mach deinen Job weiter. Genau. Herr Kürzbrecher hat ja auch manchmal beim Einsehen den Spurenreißer angemacht. Ja, Und hat genau. dir schön deine Spur zerrissen. Ja. Weil das immer auf die falsche oder öfter mal auf die falsche Seite gemacht hat. Ja, ich habe ihn dann deaktiviert. Ja. Diesen Ja, manchmal Spurenreißer. irgendwie vergessen oder wieder auf den falschen Knopf gekommen. Ja, das kenne ich auch, Und den. schon hast du den Salat. Ja. Das ist so eine Markierungslinie mitten im Angesäten. Genau. So, ich glaube, das dürfte jetzt die vorletzte Bahn sein. Weil wenn nicht, ich fange jetzt an mit Linien. Bin einmal ringsherum und jetzt kommt Fläche. Wenn du auf der Map mir hier na, meine Position siehst. Ja. Da, wo ich jetzt bin, 2 Meter vor mir, ist diese Stelle, wo der Flug ausreißt. Okay. Da rutscht er nach rechts weg.
Wahrscheinlich irgend entweder ein Fehler oder irgendwie ein ganz komischer Huckel drin oder ein Loch oder irgendwas. Aber mit den anderen Geräten, wo 43, 43 habe ich glaube ich nur geerntet, da war glaube ich. Jetzt nicht mehr. Also nur ganz außen am Feld. Waren wir 43? Habe ich die georbt? Doch, ich glaube, da war Soja drauf auf der 43. Da gab es, glaube ich, keine Probleme mit beim Ernten.